Söhne Lothars, da vorne ist die Chaosbrut. Folgt mir in den Kampf! Elfen? Edle? Alles muss man selber machen. Ruhe da hinten, stellt die Kelche ab. Und ihr da hinten, die ja gar nicht zum Elfenhof gehört, Ruhe. Seid gegrüßt. Ich bin Jorek Langorion, der Hochelfenkönig. Vergesst irgendwelche Leute mit F, die habe ich eingekerkert. Und ich habe hiermit den ersten Elfenhof eröffnet. Etwas verfrüht, eigentlich wollten wir erst am Montag starten. Jetzt starten wir schon am Wochenende, aber die Lage ist ernst. Und darum müssen wir uns beeilen. Aber keine Sorge, ihr könnt noch bis Montag, nein, ihr könnt sogar bis Mittwoch Teil des Elfenhofs werden durch eine Crowdfunding-Spende. Dann könnt ihr nicht nur kostenlos zusehen wie alles, sondern eben auch mitstimmen über die ersten strategischen Entscheidungen für den ganzen ersten Elfenmonat. Wenn ihr euch für den Kriegsrat bewerben möchte, das sind die 12 Top-Spender, beziehungsweise die 13, aber der Hauptspender von allen, der wird sogar Schatzmeister. Wenn ihr euch dafür bewerben wollt, dann ist der Stichtag und die Stichzeit diesen Sonntag kurz vor Mitternacht. Dann wird der Kriegsrat und der Schatzkanzler bestimmt, aber die Abstimmung läuft bis Mittwoch und ihr könnt im Prinzip bis Mittwochabend noch dazu stoßen und mit abstimmen. Das war jetzt erstmal eine organisatorische Durchsage. Gut, was steht an? Lasst euch jetzt nicht hier beeindrucken von der unglaublichen Vielzahl von Fraktionen. Es geht mir eigentlich nur um die ganz grobe Lage. Hier sitzt die Hochelfenmehrheit. Es gibt aber auch durchaus auch Enklaven hier, Festungen der Morgenröte und die Citadel of Dusk. Es gibt auch hier noch Elfen, also es ist bunt gemischt, gilt für alle Fraktionen, aber wir als Hochelfen sitzen vor allem hier und das sind wir. Die Erzfeinde der Hochelfen, die Dunkelelfen, sitzen vor allem hier. Das ist deren Hauptnation Naggarond. Und die Hauptfraktionen versuchen nach und nach die kleineren Fraktionen sich einzuverleiben. Also irgendwann wird Naggarond fast alle anderen Dunkelelfenfraktionen in sich aufgenommen haben sozusagen. Aber hier sitzt nämlich auch schon ein kleiner Dunkelelfen-Sprössling und zwar der Kult der Exzesse. Dann gibt es als dritte Hauptfraktion die Echsenmenschen, die haben ihre Main-Faction hier, also Hexoatl, sitzen aber auch zum Beispiel hier, also sitzen überall, aber das ist deren Hauptfraktion. Und die Skaven, die dreckigen Rattenwesen, die haben ihren Clan Mors, ihre Hauptfraktion hier. Und alle wollen sie, und jetzt gehen wir wieder ins Spiel zurück, und fangen mal mit den Entscheidungen an. Weil alle wollen sie ja hierhin. Allerdings muss man dazu nicht direkt dahin ziehen, sondern es gibt dann die Rituale. Und das ist mein erster Entscheid an euch. Bei diesen Ritualen muss man erstmal die Wegsplittersteine haben. Und dann ist die Frage, fängt man sofort an, das Ritual zu machen, verstärkt man die Stadt noch, in der es stattfinden wird, denn da werden dann Chaostruppen sich drauf zubewegen, die merken das, oh, das müssen wir verhindern. Und auch die anderen drei Fraktionen können uns eine Interventionsarmee reinknallen. Die Entscheidung überlasse ich euch nicht, wann ich das Ritual starte, weil da wissen wir noch gar nicht, wie die Lage sein wird. Aber die Frage ist, was soll ich tun, wenn andere Fraktionen ein Ritual starten. In der Regel gibt es ein oder zwei der drei Fraktionen, die ungefähr gleich schnell sind wie wir selbst und auch ein Ritual beginnen. Und wenn wir eine Interventionsarmee hinschicken, können wir, wenn wir die Stadt erobern durch die Interventionsarmee, das Ritual unterbrechen und diese Fraktion in dieser eigentlichen bis zum Sieg führenden Ritualserie quasi unterbrechen und dadurch schwer treffen. Wenn das zweimal passiert bei zwei Ritualen, hat die Fraktion meistens keine Chance mehr auf den Gesamtsieg. Also, um dieses Thema wird sich der erste Entscheid drehen, der auch mit diesem Video dann am Elfenhof verlinkt ist und von euch zur Abstimmung genutzt werden kann. Und
Zwar werde ich euch fragen, soll ich überhaupt intervenieren? Denn das kostet Geld und Geld braucht man gerade am Anfang wirklich dringend. Soll ich nur gegen den ersten intervenieren oder auch noch gegen den zweiten, der ein Ritual startet außer uns? Und soll ich eine kleine oder mittlere Interventionsarmee schicken? Also das alles wird in der ersten Umfrage drinstecken. Dann zum zweiten Entscheid, die eigentliche Kriegsstrategie. Es sieht so aus, dass hier schon der Kult der Exzesse sitzt und auch eine Armee hat und mit uns im Krieg ist. Kann man hier schön sehen, die bekannten Rassen und wie ist ihre Einstellung zu uns, zu Tyrion, zu unserer Fraktion. Und da kann man sehen natürlich, dass es diverse Fraktionen gibt, die hassen uns, sie hier mögen uns und so weiter und so fort. Aber im Krieg sind wir erstmal mit denen und die könnten uns demnächst angreifen. Und wir brauchen natürlich auch irgendwann diese Provinz. Aber im Westen, da liegt Walls Ambos. Und das sieht man hier zwar nicht, weil es noch unterm Kriegsnebel ist, aber glaubt mir hier, Walls Ambos, das ist eine sehr wichtige Stadt für die Hochelfen. Das ist die traditionelle Waffenschmiede und da kann man auch spezielle Gebäude bauen, um mehr Wegsteinsplitter zu bekommen. Das heißt, über kurz oder lang brauchen wir das und Kalidor, die Elfenfraktion, die das Gebiet momentan besitzt, mag uns nicht. Aber sie sind noch nicht im Krieg mit uns und darum ist zu überlegen, sollen wir sie jetzt gleich angreifen, wo sie vielleicht noch geschwächt sind. Kalidors Ruhe gehört ihnen gerade nicht, das werden sie jetzt erstmal wieder aufbauen müssen. Aber dann haben wir das Risiko, dass der Kult der Exzesse uns angreift. Und darum wird sich der zweite Entscheid darum drehen, soll ich als erstes den Kult der Exzesse angreifen und Angerial, also diese ganze Provinz, erobern? Und wenn ja, soll ich danach dann gegen Walls Ambos, also gegen Kalidor ziehen? Oder soll ich danach Richtung Osten mich weiter ausbreiten? Da sitzen zwar Leute, die uns es nicht richtig toll finden, also -4, aber auch nicht wirkliche Feinde sind. Es kann aber auch passieren, dass die angegriffen werden von Piraten. Also die beiden Möglichkeiten gibt es, nachdem wir uns nach Osten wenden, uns danach nach Westen zu wenden oder danach weiter nach Osten zu gehen. Oder natürlich, der zweite Hauptbranch der zweiten Entscheidung, sollen wir als erstes Kalidor angreifen, uns diese wichtige Stadt sichern. Und auch hier wird dann wiederum die Frage sein, danach gegen Angerial zu gehen oder sogar hier weiterzumachen. Wenn möglich, wenn uns die hier überrennen, während wir irgendwo hier im Westen beschäftigt sind, wird natürlich immer gelten, dass ich die Hochelfen als Fraktion beschütze und keine Selbstmordaktion mache, nur weil das in einem Entscheid, der diese Informationen noch gar nicht hatte, so festgelegt worden ist. So viel also zum zweiten Entscheid. Der dritte Entscheid dreht sich um, also bei der Diplomatie, da gibt es erstmal nichts zu entscheiden. Da werde ich einfach versuchen, möglichst viele Handelspartner unter den Elfen und gerne auch andere Nationen zu finden. Die Dunkelelfen sind mit uns verfeindet, aber wie gesagt, im Krieg stehen wir aktuell nur mit einer Fraktion, dem Kult der Exzesse, direkt östlich von uns. Da werde ich einfach versuchen, was geht. Vielleicht auch mal, wenn sich jemand störrisch zeigt, über eine Intrige bei Hofe, Ruhmpunkte, die ich aber auch für besonders gute Helden brauchen kann, einzusetzen, um zum Beispiel mit Kalidor Frieden zu schließen. Ich halte es aber für keinen veritablen oder machbaren Weg, sonst würde ich es euch vorschlagen. Da ist es am einfachsten, die anzugreifen. Bis wir da die Beziehungen verbessert haben, die hassen uns, die Gesamteinstellung verschlechtert sich auch noch weiter. Das wird nichts so schnell. Also da müssen wir irgendwann auf die Kraft unserer elfischen Waffen setzen. Genau, also bei der Diplomatie gibt es erstmal nichts zu entscheiden, aber bei der Technologie, denn da werden wir in Kürze uns überlegen müssen, sollen wir die militärische Entwicklung angehen und das sind halt Dinge, die uns dann bessere Kampfwerte geben und auch höhere Anfangserfahrung für neu rekrutierte Truppen. Oder sollen wir die Handelsentwicklung
vorantreiben. Das ist kein Schwarz oder Weiß, entweder oder, sondern es geht da um den Fokus. Und den werde ich dann auch den ganzen Monat lang beibehalten, wobei es dann durchaus mal sein kann, ich komme hier nicht weiter oder es macht einfach zu großen Sinn, auch hier mal ein, zwei Sachen zu holen. Aber wenn ihr mir sagt, Handelsentwicklung, was ich auch relativ bald machen kann, dann mache ich das, oder militärische Entwicklung, mache ich das. Es gibt für beide aber noch eine Gebäudevoraussetzung. Dritter Entscheid. Was soll ich in der Hauptstadt bauen? Da ist momentan noch nicht sehr viel möglich, weil wir noch bis nächste Runde warten, bis unsere Hauptstadt vom Elfendorf zur nächstgrößeren Stufe, das ist glaube ich eine Elfenstadt dann, wird. Und dann gibt es mehr Bauoptionen. Der Schatzkanzler kriegt ja den Spielstand, wie auch alle Kriegsräte. Und ich glaube, dann kann er einfach mal eine Runde jetzt weiterschalten, von dem hier aus gesehen. Und dann kann er sich die Bauoptionen angucken und mir das dann vorschlagen, in welcher Reihenfolge ich was bauen soll. Was ich auf jeden Fall machen werde, das seht ihr hier, wir haben zwei gleiche Gebäude, nämlich ein Militärlager für Infanterie in derselben Provinz, das bringt nichts. Da müssen wir eins abschlagen. Und da es normalerweise bei diesen Militäranlagen so ist, dass sie nur bis Level 3 steigerbar sind, und weil in den Nebensiedlungen jeder Provinz nur bis maximal Rang 3 gebaut werden kann, ist es sehr logisch, das mache ich jetzt gleich noch. Hier seht ihr den gesamten Building Browser. Ist es sehr logisch, dass wir das hier jetzt abreißen. Das kann ich gleich mal machen, dann können wir nächste Runde neu bauen. Also, das ist eine Entscheidung für einen Schatzkanzler, nicht für euch. Der Kriegsrat wird mich dann noch beraten, wie ich vorgehen soll, mit welcher Truppenstärke und so weiter. Das wird mit Privatnachrichten via Gamers Global passieren, von Montag an bis Mittwoch. Und dann nochmal nach 5 Folgen gibt es eine neue Runde. Und übrigens, sollte jetzt was Unvorhergesehenes passieren, kann es auch nochmal für den Elfenhof nach 5 Runden eine neue Abstimmung geben. Also, dann kommen wir zum vierten Entscheid. Was soll ich meinem wichtigsten Feldherrn steigern? Da gibt es, die vergesst ihr erstmal, die kommen erst auf höheren Levels. Die vergesst auch erstmal, die sind an Story-Missionen gekettet und die holt man sich auf jeden Fall. Aber es geht um diese drei grundsätzlichen Steigerungspfade. Auch hier kann man jederzeit springen und andere anfangen, aber auch hier werde ich den, den ihr mir vorgebt, einfach besonders betonen. Und wir können es ja dann nach einem Monat auch ändern. Generell gibt es die eigene Kampffähigkeit, die steigert man mit diesem, mit dem Schwertspieler. Dann gibt es quasi die Fähigkeiten als General, das sind die Schlachteffekte, da werden die anderen Truppen besser und man hat so eine Kommandeursaura um sich herum auf dem Schlachtfeld. Und der Tyrion könnte dann zum Beispiel seine Bogenschützen automatisch mit mehr Munition ausstatten. Solche Dinge gibt es hier. Meister der Vorhut, da haben alle Streitwagen und Drachenprinzen Angriffsboni. Und solche Sachen sind hier drin. Ganz wichtig übrigens ist Sammeln, um fliehende Truppen nochmal wiederzubekommen, bevor sie das Schlachtfeld verlassen. Was ich oft präferiere, weil ich mir einfach sage, es ist wichtig, mit genügend Truppen zur richtigen Zeit gegen den hoffentlich noch nicht vorbereiteten Gegner loszuschlagen. Und wenn ich das schaffe, dann ist es gar nicht so wichtig, wie toll ich als General bin oder gar wie gut ich selbst kämpfe. Darum gehe ich gerne auf die Kampagneneffekte, weil die einfach globale Boni bringen. Und was ich mir schon geholt habe letztes Mal in der Nullfolge, ist der Marschierer, weil ich da 10% mich schneller fortbewege auf der Weltkarte. Darum mache ich oft, betone ich oft den Marschierer, macht dann ein bisschen inspirierende Gegenwart und nur wirklich selten eigentlich die persönlichen Kampffähigkeiten. Das mache ich dann eher für andere Helden. Aber
ihr als Elfenhof dürft mir den Fokus vorgeben und darum wird der vierte Entscheid lauten, soll ich die Kampffähigkeiten steigern beim Tyrion? Und später wird es weitere wichtige Helden geben, dann frage ich das später auch mal ab. Aber jetzt geht es nur um den Tyrion im ersten Monat. Soll ich auf die Schlacht Boni gehen oder soll ich auf die Kampagnen-Boni gehen? Ja, und der fünfte Entscheid ist, da weiß ich allerdings, glaube ich, wie ihr das machen werdet. Soll ich, wenn sich die Möglichkeit bietet, schnellstmöglichst die erste Story-Schlacht machen? Kann sein, dass es erst gegen Ende des Monats eintreten wird. Oder soll ich sie hintanstellen? Das ist, da wäre es ein, ja, Story-Schlacht, super, mach das. Aber man muss da stark genug für sein, man defokussiert sich von der aktuellen eigentlichen strategischen Lage. Trotzdem stelle ich es euch zur Wahl. Wenn ich die Chance habe, eine erste Story-Schlacht zu führen, soll ich das mit Priorität tun oder nur, wenn ich mich danach fühle, stark genug fühle und so weiter. Auch hier, ich mache keine Selbstmordattacken. Wenn ich einfach noch nicht stark genug bin, mache ich es nicht. Aber ansonsten könnt ihr mich da in meiner Entscheidung beeinflussen. Ja, das sind gleich fünf Entscheide komplexester Natur für den ersten Elfenhof. Ich hoffe, ihr nehmt eure Verantwortung ernst und wenn dann euer Votum am Mittwoch feststeht, wie gesagt, bis Mittwoch könnt ihr noch mitentscheiden, aber ab Montag 0.01 Uhr steht der Kriegsrat und steht der Schatzkanzler. Und danach spiele ich die ersten fünf Folgen und die erste davon bekommt ihr dann schon am Samstag zu sehen. Bleibt brav, werte Elfen, und bis dann.